Welchen Einfluss der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, auf die Finanzmärkte hat, das hat sich gestern einmal mehr bestätigt. Denn mit einem einzigen Satz konnte er Kurse bewegen. Er hat nämlich angekündigt, die Leitzinsen in der Eurozone für einen längeren Zeitraum auf dem aktuell rekordniedrigen Niveau zu halten oder vielleicht sogar noch senken zu können, falls dies notwendig sei. Und das beflügelte gestern schon die Kurse. Das zog den deutschen Aktienindex gestern am späten Nachmittag sogar schon mal wieder über die 8.000-Punkte-Marke, die er heute auch versucht hatte zu verteidigen. 8.031 Zähler hatten wir heute schon im Hoch. Aktuell liegt er aber bei 7.998 Punkten, nur noch mit 3 Pünktchen oder 0,1% im Plus. Die Mehrheit der kurzfristig orientierten Derivateanleger scheint sich aber noch nicht so richtig festgelegt zu haben, auf welche Richtung sie setzen sollen. Denn wir bekommen am heutigen Nachmittag um 14.30 Uhr den großen Arbeitsmarktbericht aus den USA. Hier rechnet man mit 162 bis 165.000 neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft und mit einer Arbeitslosenquote von 7,5%. Zuletzt lag sie bei 7,6%. Und der Arbeitsmarkt, das ist genau das Instrument, auf das der Notenbankpräsident in den Vereinigten Staaten von Amerika ganz genau hinschaut. Ben Bernanke nämlich macht seine Geldpolitik hauptsächlich von der Entwicklung und der zuletzt ja moderaten Erholung am US-amerikanischen Arbeitsmarkt abhängig. Wir haben Gelegenheit, noch auf einige Einzelwerte zu schauen. Und da stellen wir fest, dass die Lanxess-Aktie heute der stärkste Gewinner im DAX ist, aktuell mit einem Aufschlag von 3% auf 45 Euro. Und das ist schon erstaunlich, denn es gab eigentlich zuletzt keine so berauschenden Analystenkommentare zur Lanxess. Die Credit Suisse hat das Kursziel zum Beispiel von 50 auf 41 Euro gesenkt. Die Deutsche Bank das Kursziel sogar von 80 auf 63 Euro. Also das ist schon erstaunlich. Aber die Lanxess-Aktie war zuletzt auch deutlicher unter Druck geraten. Und da besteht jetzt offenbar Erholungspotenzial. Und das wiederum hatte ein Börsenbrief gestern erkannt und hier Knockout-Calls auf die Lanxess-Aktie zum Kauf empfohlen. Dieser Empfehlung waren dann auch viele Anleger gefolgt und die freuen sich jetzt natürlich über satte Gewinne. Teilweise gibt es da jetzt auch schon Gewinnmitnahmen. Die Commerzbank-Aktie ist ebenfalls heute wieder deutlich im Plus, gestern schon stark nach oben gegangen, heute nochmal 2% auf 6,33 Euro. Der Finanzchef Stefan Enges hat in einer internen Mail im Intranet sozusagen der Commerzbank zum Ausdruck gebracht, dass er den Aktienkurs der eigenen Aktie für zu niedrig hält. Und das ist offenbar hier ein Faktor gewesen, der die Kurse angetrieben hat, obwohl es ja eigentlich gar nicht so gut ankommt bei Börsianern, wenn sich Manager über ihr eigenes Unternehmen und dessen Aktienkurs vielmehr äußern. Eine Aktie müssen wir noch besprechen. Sky Deutschland nämlich ist im MDAX der stärkste Gewinner heute mit einem Aufschlag von 5,6% auf 6,05 Euro. Der ein oder andere wird vielleicht vermuten, dass das mit den beeindruckenden Auftritten von Sabine Lisicki in Wimbledon zusammenhängt, denn Sky überträgt diese Spiele exklusiv. Nun steht sie morgen im Finale. Das richtet natürlich den Fokus nicht nur auf das Tennis selbst oder auf Sabine Lisicki, sondern natürlich auch auf den Sender Sky. Zumal auch die Bundesliga-Saison jetzt wieder kurz bevorsteht. Die zweite Liga beginnt ein bisschen eher. Die erste Liga folgt dann. Da werden natürlich auch möglicherweise wieder neue Abos abgeschlossen. Aber der heutige Kursanstieg, der hängt mit der Empfehlung der Analysten von Goldman Sachs zusammen, die hier das Kursziel für die Sky-Aktie von 5,50 Euro auf 7,20 Euro anhoben und jetzt immer noch 6,05 Euro, 5,7% die Aktien plus.